Ja, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, da unbedingt der gesamte Chat das wollte. Reagieren wir auf ein neues Video von Wetflex. Taylor Swift-Fans, Männer sind das Problem. Okay, let's go. Ja, Leute, immerhin müssen wir unseren Männerhass jetzt nicht mehr verstecken. Immerhin müssen wir jetzt nicht mehr so tun, als wäre das alles nur so ein bisschen Humor und gar nicht mal so ernst und... Männerhass nicht mehr versteckt. Ich frage mich aber auch ehrlich, was einige Frauen gegen uns Männer haben, Digga. Was haben wir denn gemacht? Man stelle sich vor, ich nehme ein... Nur weil wir mehr Rechte haben, hä? ...ein Video auf und bringe genau denselben Satz und ersetze das Wort Männerhass durch Frauenhass. Ich will nicht wissen, was... Dann geht die Welt unter. ...was da schon wieder los wäre. Ja. Krass, dass es eigentlich einen kranken, psychopathischen Mann gebraucht hat, damit andere Männer auch mal langsam verstehen, wieso wir Frauen so hasserfüllt sind. Aber immerhin... Immerhin. Wie sie selber gesagt hat, es geht um einen kranken Mann mit psychischen Problemen. Und nur weil ein Mann mit psychischen Problemen seiner Frau etwas antut, ist es doch noch lange kein Grund, hasserfüllt durchs Leben zu laufen und jeden Mann zu hassen. Denn nicht jeder Mann hat sich nicht unter Kontrolle. Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Ach, die redet über den Mann. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Der Männerhass überschlägt sich, denn es wurden 3 Taylor Swift-Konzerte abgesagt. Grund der Absage waren wohl geplante T-Anschläge. Daraufhin haben sich einige Taylor Swift-Fans, auch Swifties genannt, zu Wort gemeldet. Und anscheinend sind die meisten eher feministischer Natur. So ein Drecksgeschwätz! Das ist kein Drecksgeschwätz! Das ist Drecksgeschwätz! Alle 3 Taylor Swift-Konzerte in Wien wurden abgesagt und ich kann nicht in Worte fassen, wie wütend es mich macht, dass schon wieder männliche Gewalt Frauen einen Safe Space weggenommen hat. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Die erste Frage, die ich mir hier stelle, was ist männliche Gewalt? Ich dachte immer, Gewalt hat kein Geschlecht oder sind Frauen nicht in der Lage, Gewalt auszuüben? Und seit wann ist eigentlich ein Konzert ein Safe Space für Frauen? Ich schwöre, Alter, wollte ich gerade sagen. Ich nehme mal stark an, dass auch Männer auf diesem Taylor Swift Konzert waren. Da sind Frauen, die haben sich einen Safe Space geschaffen, also einen Space, der nicht von Männern dominiert wird. Und natürlich gibt es wieder irgendwo einen Mann, der damit gar nicht klarkommt und männliche Gewalt gegen... Ey, diese weibliche Peter Griffin, wird die falsch? Was labert die da, Alter? Krass, Bruder, wie sehr willst du eigentlich gegen Männer sein, ja? Gegenüber Frauen ausüben muss. Hä, wir reden doch hier nicht von normalen Männern, sondern von Leuten, die einen T-Anschlag planen wollten. Und ich bezweifle sehr stark, dass Terroristen ihren Anschlag anhand der Frauenquote planen. Bitte. Versucht. Nachzudenken. Oder dass die sich ernsthaft bei dem Anschlag dachten, okay, wir zerstören jetzt mal einen Safe Space für Frauen. Und ja, ich verallgemeinere das und ich sage männliche Gewalt, denn ich kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendein Konzert oder eine EM-Veranstaltung abgesagt wurde, weil eine Frau gesagt hat, sie plant einen Terroranschlag. Also will sie jetzt bewusst verallgemeinern und alle Männer als Terroristen hinstellen oder wie muss man das verstehen? Außerdem, seit wann spielt das Geschlecht von einem Terroristen eine Rolle? Und das Ganze beginnt nicht mit diesem Terroranschlag, der jetzt geplant wurde. Das Ganze beginnt mit einem Oliver Pocher, der mit einem Rammstein-T-Shirt auf ein Taylor Swift-Konzert geht und damit alle Leute und alle Frauen, die dort sind, einfach durch den Dreck zieht. Jetzt. Hä? Was labert die Alte da? Wer hat die verarscht? Jetzt mal ehrlich, Oliver Pocher kann man für seine provokante Art kritisieren. Ja, da gehe ich voll mit. Aber das Ganze auf eine Stufe mit einem Anschlag zu stellen, finde ich etwas weit hergeholt. Verharmlost man damit nicht solche Anschläge, wo Hunderte von Menschenleben auf dem Spiel stehen? Und da fanden es die Pocher-Anhänger noch lustig. Aber die Pocher-Anhänger sind auch jetzt diejenigen, die sich daran aufhängen werden, dass der Typ ein IS-Anhänger war. Obwohl sie den Frauen den Safe Space sowieso nicht gegönnt haben und es sowieso nur lächerlich und belächelnswert gefunden haben. Ja, also du musst jetzt auch kein Taylor Swift-Fan sein, um T-Anschläge schlecht zu finden. Ich verstehe hier wirklich nicht, wieso man einen T-Anschlag mit Oliver Pochers Aktion vergleichen möchte. Ich möchte hier nochmal betonen, nicht die Herkunft ist das Problem, männliche Gewalt und Patriarchat sind das Problem. Es macht mich einfach nur wütend und es tut mir unfassbar leid an alle Frauen, die dort hingehen wollten, die sich dort sicher fühlen wollten und denen dieses Sicherheitsgefühl jetzt wieder von männlicher Gewalt genommen wird. Ich höre, die ist behindert, ne? Ich schwöre auf alles, sie ist behindert. Die hat irgendeinen, die hat ein Handicap, Bruder. Irgendwas hat die, Bruder. Ehrlich jetzt. Wallah, schick die mal zum Arzt. Irgendwas stimmt bei der nicht.
jetzt mal Real Talk, ich denke, dass der IS dein Geschlecht vollkommen egal ist. Und wo T-Anschläge geplant werden, hat auch nichts mit Frauen oder deren Safe Spaces zu tun. Das Konzert war ein Anschlagsziel, nicht weil es ein Safe Space für Frauen ist, sondern weil das Konzert eines der größten Events war und sich dort sehr viele Menschen versammelt haben. Und das jetzt irgendwie als feministisches Problem zu deklarieren, finde ich an der Stelle falsch. Außerdem waren da sehr wahrscheinlich auch viele Männer auf dem Konzert, die ebenfalls betroffen sind. Oder denkst du, die Bomben denken sich, ah nee, da sind mir zu viele Männer, ich sprenge mich lieber in der anderen Ecke in die Luft. Aber Freunde, neben ihrer Reaktion gab es auch noch eine andere, wo ich einfach nur den Kopf schütteln musste. Es ist überall in der Öffentlichkeit täglich zu beobachten. Frauen, die Männern aus dem Weg gehen. Das wird uns ja auch geraten, oder? Wenn es unangenehm wird, gehst ihm halt aus dem Weg. Genau das würde ich auch Männern raten, wenn sie eine unangenehme Situation mit einer Frau haben. Geht ihr am besten aus dem Weg, um Stress zu vermeiden. Aber ganz ehrlich, wohin soll man denn eigentlich noch gehen? Sexismus und Diskriminierung ist für uns jeden Tag unangenehm. Deswegen wollten wir auch alle aufs Taylor Swift Konzert. Aber solche Safe Spaces werden von Männern gewaltvoll zerschlagen. Die Nachricht dahinter, ihr habt euch nicht ohne uns zu versammeln. Also ich sag euch ehrlich, das was sie machen ist jetzt gerade nicht besser, weil die grenzen die Männer aus. Indem sie jetzt sagen, dieses Konzert ist ein Safe Place für uns Frauen, bla bla, vor allem für Männer und so weiter. Die drücken damit aus, ihr Männer habt dort nichts zu suchen, da gehören nur Frauen hin, Taylor Swift ist eine Frau, nur wir gehen dahin. Also diese Frauen, die diese Videos machen, die geben mir das Gefühl, dass sie sagen, wir Männer haben da nichts zu suchen, das ist nur für Frauen gedacht, weißt du? Ja genau, Terroristen planen einen Anschlag, weil sie nicht wollen, dass sich irgendwo Frauen versammeln. Hölle nein. Also jetzt mal ehrlich, glaubt das jemand wirklich? Die Öffentlichkeit und auch die Welt, die gehört uns. Umgekehrt ist es nämlich so, bei Veranstaltungen, die für männliche Machtdemonstrationen bekannt sind, gibt's keine Terrorwarnungen, keine Angst vor Anschlägen. Bei männlichen... Fast labert die das, kann man doch so gar nicht eingrenzen. Bei männlichen Veranstaltungen gibt es also keine Angst vor Anschlägen. Dann waren die Warnungen im Rahmen der Fußball-EM natürlich fake. Also wirklich, wie kann man so einen Bullshit verbreiten? Ich check's nicht. Das Schlimmste, was bei einem Rammstein-Konzert passieren kann, ist eine friedliche Gegendemonstration, bei der sich die TeilnehmerInnen vor der Gewalt von den Konzertgehern eher fürchten müssen. Und vor den Songtexten. Vor denen sollte man sich auch fürchten. Also wenn du wirklich Angst vor Songtexten hast, dann würde ich dir eine Therapie empfehlen. Oder geh einfach nicht zu einem Konzert, wo du die Texte nicht feierst. Hey Kumpel! Bist du aus Blödmannshausen? Sonst ist eigentlich alles ziemlich entspannt. Ich sage euch, wie es ist. In letzter Zeit erdrückt mich die fehlende Bewegungsfreiheit, die ich als Frau habe. Zur Ablenkung schaue ich mir aber voll gern TikTok-Live-Männer an, die in der Nacht verlassene Orte besuchen und erkunden. Völlig allein, völlig entspannt, völlig ohne Angst. Verlassene Krankenhäuser, Wohnhäuser, düstere Wälder und mein Neid wächst. Es muss wahnsinnig befreiend sein, das Unheimlichste zu sein, was draußen rumläuft. Ist die behindert, Alter? Männer sind also das Unheimlichste, was da draußen rumläuft. Selbst wenn das stimmen sollte, auch... Ich weiß, diese Frau, die ist krank. Auch Männer haben... Falla, wer diese Frau heiratet, ne? Bruder, welcher Mann, ne? Was der sich jeden Tag an... Wobei, ich glaube nicht, dass sie... Ich glaube nicht, dass sie mal heiraten wird, so wie die eingestellt ist. Haben Angst, nachts alleine rumzulaufen, weil sie auch häufig Opfer von Gewalt sind. Und ja, selbst wenn die Täter in dem Fall auch Männer sind, ändert ja nichts daran, dass Männer, die ganz normal sind und keine Täter, Angst haben müssen. Beziehungsweise nachts auch nicht immer sicher sind. Oder Frauen denken auch irgendwie, wie Männer, das sind krass, ne? Aber wir haben so Chai neben uns, wir spazieren, our date, Fuffi liegen gelassen, Restaurant, kein Problem, 10er Trinkgeld, guten Abend, läuft, Shisha-Bar, Tee getrunken, Arm in Arm, du begleitest nach Hause. Hey, Baby, 1 Uhr nachts, spät geworden, so Baby, wir sind jetzt da, okay, geh hoch, du bist sicher, ist nichts passiert. Ich schreib dir, wenn ich zu Hause bin, ne? Wir reden später. Ja, okay, danke, komm gut nach Hause, pass auf dich auf. Hey, Baby, passiert doch nichts, alles gut. Danach der Typ, mach's gut. Der guckt, der rennt um sein Leben, sein Herz klopft, der kriegt Panik. Der rastet aus. Warum ist das hier so dunkel? Was ist hier los? Bruder, der rennt. Oder wir Männer haben auch Angst, Lern. Wir spielen doch nur, wir tun doch nur so. Khalas, Baby, Habibi, los mit mir. Keiner packt dich. Man sollte doch viel mehr die Täter als das gesamte Geschlecht zur Rechenschaft ziehen. Dieser Social. Manchmal habe ich schon meinen eigenen Schatten.
Media-Feminismus entwickelt sich zunehmend zu einer Bewegung, die abgeneigt von Männern ist bzw. Männer in eine Schublade stellt. Und das ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Denn letztendlich ziehst du mit solchen Videos viel weniger Männer, aber auch Frauen auf deine Seite. Ich meine, Anschlagsziele werden wie gesagt nicht anhand der Frauenquote gewählt, sondern der Anzahl der Teilnehmer. Und meistens stecken ja irgendwelche politischen oder religiösen Motive dahinter. Zu denken, dass Anschläge das Motiv haben, den Frauen die Safe Spaces wegzunehmen, ist einfach nur realitätsfern. Wie auch immer, Freunde, auch die Ex von unserem Lieblingsveganer Unge hat sich zu Wort gemeldet, und zwar auf Twitter. Jemand hat einen Terroranschlag beim Taylor... Wer ist das denn? Ich kenne nur diese eine Thailänderin. Das Swift-Konzert in Wien geplant und alle Shows wurden abgesagt. Männer können sich effen gehen. Eierlose, kleinschwänzige, nichtsgönnende, hasserfüllte, gehirnlose, fragile Haarsöhne. Die ganzen nicht alle Männer fort können sich genauso effen gehen. Unge, ich kann verstehen, wieso du dich getrennt hast, Bro. Wie auch... Krass, Digga. Immer, ich finde es nicht so feministisch, das weibliche Genital in diesem Zusammenhang als Beleidigung zu benutzen. Naja, für die dumme und pauschalisierende Aussage gab es natürlich Hate, den ich euch nicht vorenthalten will. Was hast du für einen Schaden? Genauso stelle ich mir Taylor Swift-Fans vor. Wegen Frauen wie dir wird der Frauenhass immer größer. Danke für nichts. Ja, weil eine männliche Person den T-Anschlag geplant hat und das Taylor Swift-Konzert deshalb ausfällt, können sich alle Männer effen gehen. Eine wirklich sehr hasserfüllte, pauschalisierende und auch realitätsferne Aussage, die meiner Meinung nach zu Recht kritisiert wird. Aber es gab noch weitere Reaktionen, wie beispielsweise diese hier. Das war ein Angriff auf die Verbundenheit von Frauen und Allies, die für eine Gesellschaft einstehen, in der wir alle frei leben können. Ja, ein gezielter Angriff auf Frauen. Ey, das ist so geil, ne, dass Taylor Swift sich einfach nur denkt, Alter, alle Frauen denken so, wow, Zusammenhalt, diese Frau denke ich einfach nur, ich mache wieder mein Meer von hunderte Millionen und mache jetzt ein Konzert und durch die ganze Dings und ja, Space hier und alle Frauen kommt, ja, und alle Frauen denken so, ja, Zusammenhalt, 100 Euro Ticket, VIP, Loge, 3000 Euro, 5000 Euro, hier, ganze Gehalt, 3 Monate gearbeitet und diese Taylor Swift einfach nur, nimmt seine... Geld mit einer Tschüss, Alter. Denkst du, die juckt das oder was, wie die Frauen sich für die einsetzen, Alter? Queers und Allies. Ist ja nicht so, als wären auch Männer auf dem Konzert gewesen. Oder wer weiß, vielleicht haben die Bomben auch einen Sensor eingebaut, nur Frauen, Queers und Allies. Ja, meine Freunde, was soll ich zum Abschluss sagen, diesen T-Anschlag dafür zu nutzen, um zu sagen, die wollen uns nur die Safe Spaces für Frauen wegnehmen, ist meiner Meinung nach maximal realitätsfern. Genauso realitätsfern sind diese pauschalisierenden Aussagen gegen Männer, als wäre jetzt jeder Mann ein Terrorist. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Schreibt mal eure Gedanken. War ich auch nicht. In die Kommentare. Okay, das war's mit dem Video. Sehr interessant mal wieder. Tamam, das war's.